Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Herzlich willkommen zum Walker-Frühschoppen, zum ersten, wahrscheinlich heute noch, da das eine neue Show ist, noch ein bisschen für uns alleine, aber die meisten da draußen werden uns ja hören als Podcast. Hier sind die Dead Nerds Talking von Nerdizismus, mein Name ist Chris und mit mir dabei, wie immer jetzt, wenn es um The Walking Dead bzw. ganz besonders World Beyond geht, der Andreas, hallo. Hallo zusammen, hallo Chris. So, ja, wir haben ja gesagt, wir machen eine Frühschoppen, also mache ich mir jetzt mal einen auf. Ja. Ach, verdammt, das hättest du mir sagen müssen, ich habe nur einen Kaffee dabei. Aber ja, Prost. Aber das ist ja beim Frühschoppen eigentlich Sinn und Zweck der Sache, Prost. Aber schau mal, ich bin hier mit einem ganz miesen Industrieplörre-Bier unterwegs, was ganz leichtes heute Morgen. Von daher kann an der Stelle nichts passieren. Es gibt ja auch durchaus auch Casts, wo ich schon mal so eine ganze Flasche Wein mal weggemacht habe. So. War das ein Discovery-Panel-Cast? Nee. Das war mal ein Cast mit Sirenen, mit Sascha und Sebastian. Und da haben wir gesprochen über, ja, ich glaube, entweder über Filmempfehlungen andererseits so nach dem Motto Dinge, die man unbedingt mal gesehen haben sollte. Und es war irgendwie so eine 3- oder 4-Stunden-Nummer. Und ja, hat ein bisschen länger gedauert. Und da war dann irgendwie so eine Flasche 1,5 Rotwein weg. Und wo wir uns, komischerweise, jetzt erkenne ich ein Muster, es ist immer mit Sirenen. Und wo wir wirklich, wo du im Cast hören kannst, dass wir immer betrunkener werden, ist bei der Sirenenfolge über 2001. Da haben wir uns in einer Hotelbar in Berlin getroffen. Das klingt schon gut. Ja, und haben das so am virtuellen Kaminfeuer da aufgenommen und haben da wirklich, also da haben wir echt, ja, das hörst du auch irgendwann. Ja, könnt ihr, glaube ich, im Stream oder im Feed von sie-reden.de ist dieser 2001-Cast auf jeden Fall da. Aber heute wollen wir ja nicht über 2001 reden, auch wenn man natürlich immer über 2001 reden kann. Heute, schade eigentlich, heute reden wir über The Walking Dead und da ganz besonders über World Beyond. Und ich sehe, wir sind heute Morgen dann doch nicht völlig alleine im Chat, also ein paar Leute sind da, also von daher euch auch mal herzlich willkommen. Wenn euch das so morgens um 11 oder beziehungsweise um 12 Uhr um die Zeit gefällt, dann könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben und dann können wir ja mal gucken, ob wir vielleicht bei den nächsten oder wieder nach 5 Folgen mal wieder so ein Frühschoppen machen. Das ist ja dann so ungefähr so eine Adventsshow dann sozusagen. Wir sind der Doppelpass nur ohne Fußball, das ist doch so, oder? Genau, der Doppelpass nur ohne Fußball. Ihr könnt übrigens mehr von uns auch hören, nämlich auf nerdizismus.de. Ihr findet uns auf allen einschlägigen Social-Media-Plattformen und ihr könnt uns natürlich auch ein Feedback geben zu Walking Dead und World Beyond, entweder an info@nerdizismus.de oder eine WhatsApp oder Sprachnachricht an die 015259647709. Ja, und dann würde ich doch mal sagen, normalerweise an dieser Stelle habe ich immer so ein kleines Recap, aber das verschiebe ich mal ein bisschen nach hinten, weil bei World Beyond, ganz ehrlich, fällt es sehr übersichtlich aus. Ich gehe mal so ein bisschen drauf ein, was so das Feedback ist auf World Beyond jetzt insbesondere. Und da muss man sagen, können wir ja gleich drüber reden, ob das unser Feedback auch ist. Es ist schon ziemlich vernichtend. Also eine Disney-Channel-Version einer Zombie-Serie nur ohne Songs. 38. Schade eigentlich, wenn die noch singen würden, das wäre doch super. Ja. Glee im Walking Dead-Universum. Hallo. 38% bei Rotten Tomatoes. 4,1 von 10 bei IMDb. Und um das mal einzuordnen, The Walking Dead, okay, das zählt immer noch von den grandiosen ersten Staffeln, hat 8,2 immer noch, ja. Sogar Return, Fear the Walking Dead hat 6,7
Und für dich einfach mal als Info, Star Trek Discovery und Picard jeweils 7,2, Mandalorian 8,1 und da ist der absolute Überreißer Game of Thrones mit 9,3. Also von 9,3 bis 4,1 ist ein weiter Weg. Und ja, bevor wir so ein bisschen drauf, bevor wir da so in unsere Punkte einsteigen, findest du es gerechtfertigt? Ja, ich meine, wir müssen ja unser Fazit nicht komplett vorziehen, aber ich würde sagen, der Abstand zu The Game of Thrones, also zu Game of Thrones, der ist schon in gewisser Weise gerechtfertigt. Stimmt, aus der Warte raus kann man es wirklich sehen. Ja, normalerweise steige ich an der Stelle ein, da das jetzt ja unsere zweite Folge ist und es natürlich noch kein Hörerfeedback gibt, steige ich jetzt an der Stelle normalerweise mit meinem Recap ein. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt gar keins vorbereitet. Das ist so wie in der Schule. Ich meine, du bist ja Lehrer, wo dann die Schüler kommen und sagen, ich habe jetzt meine Hausaufgaben nicht gemacht. Sagst du? Letzten sechs. Ja, beziehungsweise mein Recap ist, es gibt drei Fraktionen oder drei größere Ansammlungen von Menschen, nämlich die Civil Republic. Es gibt den Campus-Komplex und noch einen noch nicht näher genannten. Das wussten wir aber auch schon aus dem Trailer. Der Campus-Komplex empfängt in Form von Elizabeth ein paar Repräsentanten der Civil Republic Military. Ja, und dann werden die alle kalt gemacht. Vorher lernen wir aber noch unsere drei oder unsere vier Hauptcharaktere kennen, nämlich Iris, Hope, Elton und Silas. Mhm. Iris und Hope sind Kinder von Dr. Bennett und Dr. Bennett ist als, ja, sagen wir mal, Gastwissenschaftler ausgeliehen an die Civil Republic. Was er da macht, warum er da forscht, wissen wir noch nicht genau, aber irgendwann kommt per Fax? Nein, nicht mehr per Fax, eigentlich sogar wie hießen die Drucker früher? Ich hatte auch so einen, wie hießen die denn? Nadeldrucker. Nadeldrucker. Telegramm oder sowas. Ja, ne? Kommt aus einem Nadeldrucker eine kryptische Botschaft, die Kinder von Dr. Bennett, nämlich Iris und Hope, dahingehend deuten, dass er Hilfe braucht. Also machen sich die zwei auf den Weg, wie es immer so ist. Natürlich schließen sich die anderen beiden noch an. Und man begibt sich also auf den Weg nach New York State auf Basis einer Wagenkarte, die sie von Elizabeth mal bekommen haben. Begleitet werden die beiden von Felix und Huck. Felix ist der Sicherheitsbeauftragte der Campus Colony und Huck seine Bekannte. Freundin ist es ja nicht, warum, können wir gleich drüber sprechen. Und dann ziehen die eigentlich los und erleben in den ersten 5 Folgen nichts, was nicht andere bei Walking Dead auch schon erlebt hätten. Und mir ist so viel unklar von dem, was sie da erleben und warum sie das erleben, ehrlich gesagt. Aber vielleicht kannst du mich da ein bisschen aufhellen. Ja, das sehen wir dann gleich. Also sie erleben nichts, was wir nicht schon gesehen hätten, sodass sich eigentlich das wirklich Spannende dieser 5 Folgen auf vielleicht 3 Minuten zusammenfassen lässt, nämlich immer, wenn wir in die Civil Republic schalten. Ja, genau. Und die Post-Credit-Szene. Die Post-Credit-Szene, eine richtig gute Serie. Die hätte IMDb 8,2. Die Post-Credit-Szene alleine. Ganz genau. Und wir haben noch ein bisschen zu jedem Charakter so eine Backstory. Also wir erfahren zum Beispiel, dass es ganz sicher demnächst Beef gibt zwischen Hope und Elton, denn im Zuge des Day the Sky Fell, also als der Himmel, wie bei den Galliern, der Himmel auf den Kopf gefallen ist, hat nämlich Iris Mutter, beziehungsweise wurde die Mutter von Iris von Eltons Mutter erschossen, genau, und in dem allgemeinen Trubel hat dann die sehr, sehr, sehr junge Hope, vielleicht 8, 9, 10, 12 Jahre alt, Eltons schwangere Mutter erschossen. So, das ist so die Backstory von Hope und Iris. Dann haben wir den Elton. Da müssen wir bitte drüber reden, weil das war echt heftig. Die Backstory von Elton, der also beide Eltern verloren hat. Und wir haben Silas, der so ein bisschen, ich sag mal, psychopathische oder psychotische Anwandlungen hat. Und auch da, das habe ich nämlich nicht so ganz verstanden, seine Pflegeeltern umgebracht hat oder so. Das kannst du mir vielleicht nochmal sagen. Wir haben den LGBTQ-Charakter dieser Serie, der nicht Hope ist, ich hätte auf Hope getippt, sondern Felix. Und wir haben Huck und über Huck wissen wir noch gar nichts. In der letzten Folge ein bisschen. Okay, ein bisschen was, gut. Und dann haben wir eben ein paar Glimpses in die Civil Republic rein, nämlich in Form von
einer anderthalb Post-Credit und einer vollen Post-Credit-Scene, die, wenn man nicht aufpasst, einem bei Amazon Prime krass vorenthalten wird. Also du musst dir schon echt Mühe geben, um bei Amazon Prime das überhaupt zu sehen. Also bis ich da hingekommen bin, weil er jedes Mal von vorne anfängt, das war echt ziemlich, ziemlich nervig. Hätte ich nicht gewusst, dass es eine gibt, hätte ich sie im Leben nicht gesehen. Und ja, was erfahren wir in dieser Post-Credit-Scene oder was erfahren wir überhaupt über Civil Republic? Es scheint ein sehr autoritäres System zu sein, bei dem nicht lange gefackelt wird. Es gibt vielleicht doch irgendeine Verbindung nach Großbritannien, da können wir auch gleich drüber reden. Und es gibt zumindest einen Hinweis, was die Verbindung mit The Walking Dead sein könnte, nämlich was A- und B-Personen sind. Mhm. Nämlich A-Personen, Personen, die gerade gebissen worden sind oder zumindest zur Freigabe des Beißens freigegeben wurden, um dann getestet zu werden. Und B-Personen, wenn man jetzt B auf Rick Grimes bezieht, dann vielleicht auf Personen mit Mehrwert. Für die Gesellschaft. Ja. So, das ist meine Einschätzung. Und damit hat sich leider auch schon die ganze Story von 5 Folgen, das musst du dir mal vorstellen, erschöpft. That's it. Und das muss ich sagen, ist halt ziemlich, ziemlich dünn. Wohlgemerkt, wenn ich mich da richtig erinnere, 5 von 20 Folgen. Ja. Diese Serie hat ja nur 20 Folgen. Ja. Ja. Ich weiß weiterhin nicht genau, was die uns denn überhaupt erzählen möchten in diesen 20 Folgen. Denn dieser Roadmovie, dieser 4 bis 6 Leute, am Anfang waren es 4, jetzt sind eben Felix und Huck dazugekommen, der ist schon, ja, ist ein interessanter Roadmovie für wahrscheinlich eine Zielgruppe, die wir beide jetzt nicht sind, kann man mal so sagen. Aber da ist wirklich überhaupt nichts beizusehen, was wir nicht in The Walking Dead auch schon gesehen hätten. Und eher ist es ja so ein bisschen darauf fokussiert, was die denn da für Traumata weggetragen haben, was die eventuell nicht können. Ne? Denn sie sind ja definitiv minder begabt, im Gegensatz zu allen Walking Dead Charakteren, die nach wir gesehen haben. Nach 10 Jahren Kinder, die da aufgewachsen sind. Ja, also, ja, die waren halt irgendwie offensichtlich in dieser Campus-Colony sehr, sehr gated. Ne? Das heißt irgendwie, die Walls haben da gehalten und es gab auch keine negativen Einflüsse von außen, wie wir bei Walking Dead immer hatten, ne? Wo dann irgendwelche Menschen dann wieder irgendein Drama geschoben haben und versucht haben, einen Krieg anzuzetteln. Gut, sie haben halt Rick Grimes nicht kennengelernt. Du weißt ja, da wo die Grimes-Truppe hinkommt, ist Chaos. Das ist echt, also Virginia ist for lovers, aber auch auf jeden Fall für Psychopathen, ne? Wenn man so The Walking Dead anguckt. Ja. Und wir haben das in irgendeinem älteren Walking Dead Cast mal gesagt, es ist wirklich so, man kann über die Communities, wo die Grimes hinkommen, halten, was man will, aber sie waren immer funktionabel, bis die dann da angekommen sind, danach ist alles im Bach runtergegangen. Ja. Also ich habe so ein paar Sachen nicht verstanden während dieses Roadmovies und ich weiß halt auch weiterhin nicht, sie haben jetzt noch 15 Folgen, das heißt ein Viertel dieser Gesamtserie ist vorbei. So, und ich weiß nicht, was sie erzählen wollen, weil ich schon nicht verstanden habe, wo die überhaupt hinlaufen. Das hast du ja gerade gesagt, ja, sie wollen in State New York. Okay, aber von Nebraska bis New York und New York ist ein Riesenstaat, ne? Also von der Fläche her. Genau, ja. Und dann ist ja noch die Frage, laufen sie überhaupt in die richtige Richtung? Weil ich habe es in unserer Auftaktfolge zwar gesagt, na, wahrscheinlich hat der Civil Republic oder werden wir die Grimes-Filme doch nicht in England sehen, weil es ging ja so die Sache, weil der Andrew Lincoln mehr bei seiner Familie sein will, also der Schauspieler von Rick Grimes, dass er dann eben deswegen nur noch diese 3 Filme macht und damit er die einfacher von zu Hause aus drehen kann, dreht man die gleich in England und man hätte ja dann vielleicht auch mal so den Gag, dass man mal nicht eben in den New England States Walking Dead macht, sondern da. So, dann habe ich in der ersten, unserer Auftaktfolge gesagt, jetzt wo die im eindeutiger benannt ist, im State New York, wahrscheinlich nicht. Aber jetzt sehen wir diesen Union Jack in dieser einen halben Post-Credit-Scene und ich meine, wie du ja gerade eben gesagt hast, der State New York ist halt verdammt groß. Also das ist so, das ist wahrscheinlich so groß wie Deutschland, keine Ahnung, ich habe jetzt gerade die Karte nicht im Kopf, aber so ein durchschnittlicher amerikanischer Bundesstaat ist ja mal locker halb Deutschland, ja. Und wenn nicht sogar komplett, also ja, wo willst du jetzt hier anfangen zu suchen, ja? Und wenn sie doch irgendwo an irgendeinen Platz im Staat New York gehen wollen und sie haben ja so eine ungefähre Karte und wissen so ungefähr, in welchem Gebiet sie denn eventuell suchen sollten, warum müssen sie dann überhaupt an diesem großen Feuer da unmittelbar vorbei? Also sie können ja sagen, okay, das ist eine Orientierungshilfe und jetzt laufen wir mal so ein bisschen. Warum müssen sie quasi da durch? Oh, da, wo sich alle Zombies sammeln. Das ist Gott, diese Feuerfolge habe ich völlig verdrängt.
Ich habe mich ganz ehrlich, ich habe die wirklich völlig verdrängt. Ich habe jetzt, als ich habe mir die Titel der Folgen mal kurz runtergeschrieben, also Mutig, Brave, Feuer der Ewigkeit, Blaze of Glory, Tiger and the Lamb, der falsche Ende des Teleskops und der Wind gewinnt immer. Und ich habe mich gerade, was war jetzt nochmal Blaze of Glory, also Feuer der Ewigkeit, stimmt, das war dieses Reifenfeuer. Ja, und genau, das war an diesem Shotcut quasi, wo sie sich mehr oder weniger zwei Folgen aufgehalten haben. Richtig, mehr oder weniger zwei Folgen aufgehalten haben und die auch, die haben ja da mitten in diesem Feuer übernachtet. Jetzt mal so rein von der Physis her und von der Atemluft her, was? Ja. Wie jetzt? Nee. Also das habe ich auch nicht verstanden. Wieso kann man da nicht so, also ganz ehrlich, so einen großen Schrottplatz, den man nicht umlaufen kann, den gibt es jetzt nur auch nicht. Also ja, und dann bin ich eine Folge, die spielt nur in dieser Highschool, die letzte jetzt. Dann wird so ein bisschen so ein bisschen Spannung gemacht. Und mir war irgendwie, aus irgendeinem Grund wusste ich sofort, das ist ein Wolf. Keine Ahnung warum. Ich habe mir gesagt, das ist ein Wolf. Keine Ahnung. Oder ein Bär. Aber ich dachte mir, es ist ein Wolf. Das sind bestimmt Wölfe. Die sind günstig in der CGI-Library zu haben. So wie die Rehe. Oh Gott. Und das Walking Dead Reh. Das berühmte Walking Dead Reh auf dem Vergnügungspark. Da. Ja. Eieiei. Und keine Ahnung, ich wusste irgendwie sofort, dass es ein Wolf ist und da war da halt auch irgendwie so gar keine Spannung raus. Und ja, also man hält sich völlig an diesen Dingen auch vollkommen recht. What's the point? Kommt doch mal voran, macht doch mal irgendwas. Ihr habt noch einen Arsch voll Weg vor euch. Und wenn da jetzt nicht irgendwie demnächst noch ein schnelleres Transportmittel um die Ecke kommt, ich müsste jetzt hier mal die Karte aufmachen und mal gucken, sind die jetzt in der letzten Folge über den Mississippi? Ja. Okay, da muss ich mir jetzt gerade mal den Verlauf des Mississippi mal angucken. Den habe ich jetzt nicht so hundertprozentig im Kopf. Guck dir das mal gerade an. Ich würde nämlich gerade schon zu der letzten Folge sagen. Ja, sag mal. Am Anfang der letzten Folge hatte ich kurz ein Gefühl, ach, das wollen die uns erzählen. Weil da liefen sie irgendwie auf so einen Tierpark zu. Ne? Zumindest sah das so aus von den Schildern her. Und da habe ich gedacht, okay, die zeigen uns jetzt also, was passiert mit der Welt an verschiedenen Orten, die wir jetzt heute so kennen. Das heißt, keine Ahnung, erst der Schrottplatz mit dem Reifenstapel, dann die Schule mit dieser Bottle-Episode, die wirklich ja nur in der Schule spielt. Und jetzt zeigen sie uns als nächstes einen Tierpark. Da habe ich kurz gedacht, oh, das ist eigentlich ganz cool, so irgendwie anzuschauen, was passiert mit den Orten, die wir jetzt heute so besuchen würden, nach 10 Jahren Zombie-Apokalypse. Dann laufen sie aber irgendwie ganz kurz an diesem Tierpark vorbei und landen dann am Mississippi. Und da habe ich gedacht, okay, ist das jetzt nur eine Orientierungshilfe für die Locals da am Mississippi, dass es ungefähr da ist, wo sie vielleicht schon mal am Tierpark waren, weil die thematisieren diesen Tierpark ja überhaupt nicht mehr. Das fand ich auch sehr, sehr schade. Und dass zusätzlich sich die Dichte an Traumsequenzen mehr und mehr erhöht. Und das fand ich in der letzten Folge echt schon nervig. Ich bin grundsätzlich kein Freund von Traumsequenzen, weil ich immer denke, okay, das ist so ein lazy writing. Du hast es nicht geschafft, deine Backstory irgendwie anders zu erzählen, sondern du versuchst das hier jetzt irgendwie mit einer Traumsequenz zu erzählen. Aber wie viele Traumsequenzen da am Ende waren, um Eltons Story zu erzählen, die ja auch wirklich dramatisch war, da wolltest du ja auch gleich mal drüber reden. Das fand ich dann schon ein bisschen schwierig, vor allen Dingen, weil es immer damit verbunden war, dass der irgendwo stehen bleibt, in irgendeine Gegend guckt und sich dann auf irgendwas erinnern, von irgendwas erinnern fühlt und dann irgendwie 10 Minuten da offensichtlich steht und glotzt. So. Ja. Schwierig. Ja. Also ich habe jetzt gerade mal eben geguckt, man braucht von einem random Punkt am Mississippi 13 Tage zu Fuß nach New York State, laut Google Maps. Okay. Heutzutage. Ja, von Nebraska zu diesem random Punkt am New York City würde ich sagen, Mississippi River sind es auch nochmal 5 Tage. Ungefähr. Ja. Wenn du gut läufst, gutes Schuhwerk hast, anständige Rucksäcke, ja, keine Koffer mit Riemen auf dem Rücken, ja, ja, und so weiter und so weiter. Also, ja. Ja, ich meine, dann könnte man jetzt ja so sagen, gut, sie haben jetzt 5 Tage gebraucht zum Mississippi River, 5 Folgen, ha, jetzt haben wir noch 15 Folgen, sie brauchen 15 Tage und dann geht's nahtlos in die Rick Grimes Folgen über und ja, das wäre aber dann warte ich auf den Supercut der Civil Republic, die dann so in 30 Minuten diese Szenen alle zusammenschneidet und den kannst dann gucken. Aber was hast du denn für ein Gefühl, was wollen sie uns denn überhaupt für eine Geschichte erzählen? Ja, ein Stand by Me im Walking Dead-Universum. Und das kann man ja auch machen, aber ich hätte mir einfach etwas mehr Fantasie, ich meine, vielleicht kommt es ja noch, aber bisher ist es halt überhaupt nicht so, ein bisschen mehr Fantasie bei den Orten
gewünscht, weil alles, was bisher da war, du hast es gerade eben gesagt, haben wir in The Walking Dead halt schon gesehen. Und es muss doch noch mehr Orte in unserer Welt geben, die in The Walking Dead noch nicht abgehandelt wurden, die vielleicht irgendwie interessant sind, um sie mal zu zeigen. Ja, ja. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt alles gewesen ist und man die 10. Highschool und das 5. Ich meine, klar, das ist eine Kostenfrage, okay, Haken dran, ja, verstehe ich. Aber sich 2 Tage mit so einem Feuer aufzuhalten, was mich dann auch wieder fatalerweise irgendwie an so Silent Hill erinnert hat, wo es auch so dieses ewige Feuer unter der Stadt gibt. Das ist zwar so ein Moorbrand oder Flözbrand oder irgendwie so ein Kram. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt realistisch ist. Ich habe keine Ahnung, ob irgendwie ein Feuer, selbst bei einem größten Reifenstapel, ob das 10 Jahre überhaupt brennt. Ja, also, okay. Ja, whatever. Whatever, ja. Genau. Aber ja, zeig mir doch mal irgendwas Neues. Und ich meine, ich werde nicht dafür bezahlt, mir was auszudenken. Das ist nicht mein Job. Aber mir fallen da durchaus schon ein paar Sachen ein. Zum Beispiel, jedes Mal, wenn wir in der Großstadt sind, sind wir da auch nur ganz kurz. Wie heißt das verrückte Mädel jetzt in den letzten Folgen von Walking Dead? Princess. Das war mal was Neues. Zumindest, wie sie sich da eingerichtet hat. Aber das sind dann immer nur 5 Minuten oder so, ja. Und dann sofort schnell wieder raus auf unsere Standardautobahn von Alarm für Cobra 11. Bloß keine Kosten, ja. Und deswegen, ja, und wie gesagt, deswegen hatte ich so Hoffnung, als ich diesen Tierpark gesehen habe. Ja, ja. Und es ist auch überhaupt nicht anders. Also, den einzigen anderen Effekt, den man macht, sind diese Comic-Anleihen bei den Flashbacks von Iris, die ich gar nicht mal so schlecht finde. Ich finde das ganz schön. Sie blättert so dieses Jahrbuch durch, ne? Und dann kommt das da so raus. Das finde ich eigentlich ehrlich gesagt ganz, ganz, ganz geckig. Aber ansonsten sieht auch die Serie halt komplett aus wie alles andere auch. Also nicht mal da geht man irgendwie was Neues, ja? Dann ist wirklich, ja. Also was ich an der letzten Folge wirklich schön fand, sind, also wenn die Hoffnung bekommen irgendwie. Das fand ich in Walking Dead selber schon ganz gut, weil da ja immer wieder eine so hoffnungslose Situation waren und in dem Moment, wo sie sich entspannt hat, da fand ich es dann immer ganz schön irgendwie. Und das hatten wir jetzt auch hier, diese Floßbauszene, ne? Diese Collage, die so ein bisschen ans A-Team erinnert hat, ne? Aber wo sie dann einfach irgendwie von allen Seiten irgendwas herraffen und dann sich da zusammen dieses Floß aufbauen. Das fand ich eine schöne Collage, da habe ich auch gedacht, okay, coole Idee eigentlich. Damit kommen sie jetzt relativ gut voran und wahrscheinlich auch relativ ressourcensparend. Schöne Idee. Ja. Also um mal was Positives zu sagen. Ja. Ich sag mal so, ich bin halt, also ich finde es jetzt nicht total scheiße, sagen wir es mal so, ja. Also ich gucke das jetzt auch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich drifte ab nebenbei, ne? Weil man halt, da wird auch keiner sterben von dem Cast, zumindest jetzt, nee, da stirbt keiner. Die sind unsterblich, also die 4 Kids sind unsterblich. Ich glaube nicht, dass da einer stirbt. Und Felix und Huck vielleicht. Vielleicht. Ich glaube aber ehrlich gesagt, die Kids sind absolut unsterblich. Ich glaube nicht, dass die einen sterben. Nicht, also kurz vor Schluss vielleicht. Okay. Ja, so ein Silas, der opfert sich dann irgendwie oder so. Das könnte ich mir vorstellen. Aber eigentlich sind die Kids unsterblich. Das heißt, auf die habe ich gar keine Angst. Man muss aber trotzdem um sie Angst haben, weil sie sich halt in bei den Walkern, und das regt mich dann auf, bei den Walkern halt anstellen, wie als hätten sie noch nie einen gesehen. Also in meiner Welt irgendwie so, ja, Campus Colony hin oder her, aber ich hätte jetzt irgendwie gedacht, bevor die Kinder überhaupt lesen und schreiben können, wissen die schon, wie man Walker umbringt. Ja, ich habe jetzt so, das habe ich so ein bisschen verstanden, ne? Vielleicht auch aus meiner beruflichen Perspektive als so leichte Kritik am Bildungssystem. denn im Endeffekt wollen die uns damit ja sagen, ja, die haben in der Campus-Kolonie den ununterbrochen theoretisch erklärt, was zu tun ist, wenn sie auf einen Walker treffen. Das hat Felix ja in mehreren Rückblenden auch gemacht. Der hat denen gezeigt, ja, und immer in Richtung Gehirn und versucht, bitte eher Gefahren zu vermeiden, als sofort in den Kampf zu gehen und sowas. Diese gesamten theoretischen Konstrukte, das heißt, Iris, gerade diese Booksmart Iris, weiß ja quasi alles. Die weiß genau, wie sie sich zu verhalten hat, wenn sie auf einen Walker trifft. Mhm. Und dann macht sie es zum ersten Mal und versucht auch all ihr Wissen anzuwenden und merkt, in der Praxis ist das überhaupt nichts wert. Ne? Da fällt sie ja noch in dieses Flussbett und hat dann Glück, dass der Walker gerade aufgespießt wird, sodass er einfach außer Kontrolle ist und sie quasi einfach gehen kann. Also vielleicht ist das so eine leichte Kritik daran, okay, Theorie und Praxis muss man halt auch zusammenbringen, damit es irgendwas bringt. So. Mhm.
Ja, okay, dann würde ich das ja für einen im Grunde genommen gelten lassen, aber für einen, genau. Genau, aber da sind halt ja alle. Ich meine, der Silas nimmt sich extra diesen riesen Schraubenschlüssel mit, ja. Schönes Bild übrigens. Ja. Ja, und ich meine, es ist mit Abstand eine der coolsten Waffen, wirklich, muss man echt mal sagen, mit diesem angespitzten Ende und so. Aber er benutzt es halt überhaupt nicht. Und dann denkst du so, ja, der macht jetzt hier so den Gimli mit der Axt und spaltet da die Zombie-Orks. Nö, gar nicht. Der drückt die dann auch nur irgendwie weg. Und ja. Und dann werden sie am Ende halt dann doch wieder von den Erwachsenen gerettet. Und das ist doch dann doof irgendwie. Weil die zwei, Felix und Huck, sind doch jetzt die ganze Zeit da, um den Kindern zu sagen, wo es lang geht. Und das führt dann diese Stand-by-Me-Geschichte wieder so ein bisschen ad absurdum, weil in Stand-by-Me das einfach, weil es für mich so die offensichtlichste Parallele ist, da lernen die Kinder ja selber Schritt für Schritt und müssen damit klarkommen, mit dem Tod von dem einen und so weiter und so weiter. Und hier haben sie halt immer noch so ein bisschen, ja, Papa passt halt doch auf. Ja, und sie sind halt alle gut. Ne? Also wir haben 6 Leute, denen die moralisch auf jeden Fall vollständig integer sind. Wenn Felix da irgendwie möchte, dass die Gruppe vielleicht wieder, dass er es irgendwie ein bisschen intrigiert, damit die Gruppe wieder zurück zum Campus geht, dann ist es ja auch nur aus einem guten Gefühl heraus. Da ist meine Hoffnungsfigur tatsächlich so ein bisschen Silas, weil der halt irre ist. So, ne? Ja. Der hat halt irgendwelche Traumata, die ihn zu Gewaltexzessen verleiten irgendwie. Ich habe nicht das Gefühl, dass er seine Pflegeeltern umgebracht hat. Ich habe eher das Gefühl, dass die Pflegeeltern ihn als einzigen noch aufgenommen haben, weil er so als durchgeknallt galt. Aber vielleicht habe ich das auch falsch verstanden. Da warst du ja eben auch mal so ein bisschen. Ja, eben, da war ich halt ein bisschen irritiert. Also man sieht in dem Flashback, wie er ausrastet und auf irgendetwas, irgendwen eindrischt. Und dann sieht man ihn in so ganz vielen Close-ups in so einem Krankenwagen und er guckt auf seine blutigen Hände. Ja. Ich habe jetzt einfach mal reininterpretiert, dass er irgendjemand umgebracht hat. Vielleicht hat er nur vielleicht seine Eltern. Ja, vielleicht auch das. Ja. Ja. Oder vielleicht auch nur die Nachbarskatze. Keine Ahnung. Ja. Aber auf jeden Fall neigt er zum Durchticken. Und dann ist das natürlich irgendwie eine Möglichkeit, dass man irgendwann Silas zurücklassen müsste oder sowas, weil der, keine Ahnung, komplett durchgeknallt ist oder so. Oder man hat dann eben dieses Problem, dass man ihn eigentlich nicht zurücklassen will, aber er eine Gefahr für die Gruppe darstellt. Das hätte noch ein gewisses Potenzial. Ansonsten sind die 6 ja alle so, auch selbst Hope, ne, die ja als Rebellin am Anfang gezeichnet wird, dann aber quasi die ganze Zeit wie Hänsel und Gretel hier ein paar Krümel auf den Boden fallen lässt, damit dann Felix irgendwie hinterherkommt und sich immer dann im Endeffekt doch für die Gruppe einsetzt. Also das ist ja, Hope ist ja überhaupt keine Rebellin. Die ist vollkommen integer. Ja. Und das ist doch auch wieder so ein verschenkter Charakter, weil ganz ehrlich, ich hätte gedacht, dass entweder Iris oder von mir aus Elton diese Brotkrumen streut. Ja? Mhm. Bei Hope erst als Letzte, weil sie uns in der ersten Folge ja so als Rebellin präsentiert wurde und dann ist sie diejenige, die dann die Brotkrumen auslegt. Es ist komische Entscheidungen irgendwie, so ein bisschen. Ja. Das ist wie so, ja, bei oft auch in der 7., 8. Staffel von The Walking Dead, wenn man so denkt, so, ja, jetzt geht links, ah, sie gehen geradeaus. Ja. Und hier ist es halt irgendwie, man riskiert nichts. Man hätte mal was Frisches machen können, man tut es nicht. Sodass dann ich eigentlich, wenn man es jetzt böse will, ich eigentlich nur dranbleibe, um zu wissen, ja, jetzt schalt mal zum Civil Republic, weil ich will die Nasen da gar nicht sehen. Komm, mach mal hier Civil Republic. Ja. Was ich glaube, was gut funktioniert hätte, wenn wir einfach diese 6 Personen über, sagen wir mal, so richtig Miniserie, über 6, 7 Folgen lang, ne, folgen wir denen und dann stoßen die zum Hauptcast von The Walking Dead. Dann kommen die als neue Gruppe da rein. Wir hatten ja öfter mal, dass neue Gruppen eingeführt worden sind bei The Walking Dead und da haben wir dann öfter schon gesagt, oh, keine Ahnung, ich kann jetzt nicht, wer ist denn Nadja und wer ist denn die so. Ne? Konnten wir nie so richtig auseinanderhalten. Wenn das durch eine Miniserie eingeführt wird, sodass die Leute, die The Walking Dead gucken, die haben dann halt weiterhin die nur The Walking Dead gucken, die haben weiter das Problem, dass sie die vielleicht nicht auseinanderhalten können. Aber wir kennen diese 6 Figuren jetzt, wir kennen auch deren Traumata und jetzt wissen wir, die kommen jetzt mit dieser Backstory, kommen die jetzt zu unserer Hauptgruppe in The Walking Dead. Ich glaube, das hätte super funktioniert. Was die jetzt in World Beyond erzählen wollen, ist mir völlig unklar. Ich habe keine Ahnung, weil die erfahren gar nichts über The Civil Republic. Sie wissen noch nicht mal, dass der Campus eingenommen worden ist. Das heißt, eigentlich müssen die noch mal zurück,
um das zu checken. Oder Felix hätte gerade noch entkommen müssen und ihnen das jetzt mitteilen. Ja, irgendwie so, genau. Ja. Also, aber sie haben es nicht erfahren. Das heißt, eigentlich müssen sie wieder zurück, um überhaupt das erst rauszufinden. Jetzt gerade laufen die völlig ohne Plan zu irgendeinem random Punkt im Staat New York. Ganz im Ernst, ich wohne hier auf dem Land in einem Kaff, das 25.000 Einwohner hat, über 87 Dörfer verteilt. So. Hier kann irgendwo so eine geheime Militäreinrichtung sein, unter der Erde, und ich wüsste es nicht. Und da kann ich hier 2 Tage lang in meinem Kaff rumlaufen. Und die wollen im Staat New York irgendwie so eine riesige Einrichtung finden, die aber auch unterirdisch sein kann, was sie ja selber sagen. Also mir ist deren Plan völlig, völlig unklar. Keine Ahnung. Ja, ich meine, okay, dafür sind es Kids, ne? Dafür, dass sie keinen Plan haben. Das würde ich sogar noch irgendwo so ein bisschen verzeihen. Aber ja, ich sag mal so, dafür haben sie aber dann mit Elton einen smarten Charakter, oder auch Iris wird ja auch als smart gezeichnet. Also eigentlich sind es welche, die, du hast vielleicht mit Silas so ein bisschen so den Hodor der Folge oder der Truppe, ja. Und dann hast du halt mit Hope so ein bisschen die Impulsive, sag ich mal. Das ist ja immer so eine ganz gute Mischung. Aber du hast ja auf jeden Fall Wankman und Spengler dabei, ja. Und also zwei, ja, und also von daher, da muss doch irgendjemand sagen, wenn man halt, Moment mal, New York ist ein bisschen größer und wir haben überhaupt keinen Anhaltspunkt und bla und überhaupt. Und oder dass es zumindest mal adressiert wird, so nach dem Motto, ja, pass mal auf, wenn wir erstmal in New York sind, dann klappern wir erstmal die 2 größten Städte ab, weil die werden bestimmt irgendwo da sein. Oder wir halten Ausschau nach diesem Symbol. Oder vielleicht findet man immer wieder die 3 Kreise, irgendeine Schnitzeljagd oder sonst irgendwas. Aber ich bin absolut bei dir. What's the point? Das heißt, es wird wieder mal darauf hinauslaufen müssen, dass jetzt von außen das Drehbuch einfach jetzt Hints reinschleudern muss, weil sonst ist es alles extremst plot-convenient und man fällt einfach von zufälligerweise in die richtige Tür und trifft zufälligerweise die richtigen Leute und so. Ja. Und wie du sagst, die Charaktere geben mir eigentlich ein bisschen was her. Also ich finde Hope tatsächlich noch die langweiligste, weil die, ja, die ist halt irgendwie so eine stumpfe Rebellin, die aber eigentlich dasselbe will. Und deswegen sollte sie doch eher ihrer Schwester folgen. Die Schwester hat nämlich einen Plan, weil sie ist booksmart. Ne? Zumindest das. Elton hat auch ein bisschen Wissen über das Zeug da draußen. Der hat offensichtlich am längsten da gelebt. Keine Ahnung, wir sehen ja diesen kurzen Zusammenschnitt, wie er als kleiner Junge da zumindest aus diesem Naturkundemuseum oder was rausfällt. Und Silas ist halt, wie du sagst, er ist der Hodor, der kann auf jeden Fall kloppen. So, ne? Was er aber nicht tut. Ja, was er erstmal nicht tut, aber also er hat ja jetzt einmal seinen Abdreher bekommen. Er ist so ein bisschen der Hulk, der muss getriggert werden. Ja, aber Hope hat irgendwie nichts, ne? Ja, also, Hope hat nichts. Wobei ich sagen muss, die Schauspielerin hat was. Ich finde, die hat so ein Gesicht wie aus einem Comic. Das ist so ein gezeichnet, das ist so, die hat so scharfe Konturen durch diese Augenbrauen und die Lippen und das Gesicht, dass die irgendwie, die könnte auch gezeichnet sein. Also ganz ein Gesicht, wo man nicht im positiven Sinne nicht weggucken kann. Das ist eine faszinierende Physiognomie, die Dame da an den Tag legt. Allgemein einen positiven Aspekt, wo du das ansprichst. Ne? Die Schauspieler sind alle echt überzeugend. Also ich finde vielleicht, am schwächsten könnte vielleicht noch mal sagen, das ist Huck, weil die bis jetzt nur einen Gesichtsausdruck hat. Aber die muss auch bis jetzt nur einen Gesichtsausdruck haben. Ne? Weil die hat als einzige noch keine richtige Backstory. Wir wissen nur, dass sie irgendwie im Schilf gefunden worden ist, wie Mose. Und deswegen die ganze Zeit Huck genannt wird. Aber mehr wissen wir nicht. Ne? Du hast vorhin was gesagt, vielleicht ist die Serie ja gar nicht für uns gemacht. Da stelle ich aber mal die Gegenfrage, wenn sie nicht für uns gemacht ist, warum wird sie dann im Prinzip, warum unterscheidet sie sich dann außer von den etwas jüngeren Protagonisten überhaupt nicht von The Walking Dead? Also auch in der Gewaltdarstellung nicht. Ja, vielleicht dachten sie, wir kriegen hiermit nochmal die jüngere Generation, die Generation der 4 Hauptcharaktere irgendwie an das Walking Dead-Universum ran. Weil es ist genauso brutal, also und wie The Walking Dead auch, da nimmt sich gar nichts. Ja. Ja, aber das ist kein Kriterium mehr für jetzt 16-Jährige, das nicht zu gucken, oder? Ja, gut, okay. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht will man es ein bisschen, ja gut, 16, 15, 16 adressieren, ja. Gehen wir mal zum Stichwort Brutalität. Lass uns doch mal über die, wie ich finde, jetzt bisher beste Szene reden. Die für mich auch seit langem mal wieder eine eindringliche Szene war, nämlich war diese kleine Backstory, kleine aber feine Backstory von Elton.
Ich fand die wirklich fein inszeniert. Man hat also Elton, der ist dann im Naturkundemuseum, sein Vater ist vielleicht irgendwie Anthropologe oder irgendwie sowas, seine Ma ist schwanger und so weiter und während die also praktisch ein bisschen simulieren über Dinosaurier-Skelette, geht also das Chaos los. Der Vater steckt Elton in eine Kiste, aus der er sich dann vielleicht erst ein, zwei Tage später oder so befreit. Und man hört einfach nur, wie geschossen wird und das Chaos. Und dann kommt er raus und sieht er als einen halb aufgefressenen Dad, der zusätzlich dann noch eine Kugel im Kopf hat, im Flur liegen. Und da fand ich sowohl das von dem Kind krass gut geschauspielert, diese Fassungslosigkeit und dann dieses teilnahmslose davonlaufen, also nicht rennen, schreien, sondern einfach so, ja, also das muss ich sagen, das war eine bockstarke Szene. Wirklich. Ja, er klammert sich da an irgendwas, was irgendwie noch aus seinem Normalkreis ist. Er nimmt sich diese Tasche, ne, vom Naturkundemuseum, weil das ist eben seine, ja, da fühlt er sich irgendwie zu Hause und nimmt sich diese Tasche als Sicherheit und geht dann raus. Fand ich auch sehr, sehr schön gespielt, auch sehr, sehr schön geschrieben. Ich habe nur irgendwie das Gefühl, dass wir das in The Walking Dead schon mal gesehen haben. Dass, okay. Dass irgendein Kind in eine Kiste gepackt wird und dann geht die Hölle da draußen los und das Kind kriegt quasi nur Geräusche mit. Ich kann gut sein. Also ich will es jetzt nicht in Abrede stellen, dass das schon mal irgendwann war. Also wir haben es in Star Trek Discovery gesehen, muss ich an dieser Stelle sagen. Vielleicht erinnere ich mich auch daran. Vielleicht, wo die kleine Michael Burnham da reingesperrt wird. Ich glaube, das war es nämlich ehrlich gesagt eher. Aber mir fällt jetzt auch nur das ein, genau, wo die kleine Michael Burnham, wo die Klingonen ihre Eltern überfallen und sie dann in den Wandschrank steckt. Genau. Ja, ich glaube, ganz ehrlich, du meinst das. Ich meine, das ist jetzt auch nichts Neues, ne? Also, ich fand nur die, eigentlich, dass, als er dann da rauskommt und, also, dass da sein Vater tot liegt, okay, das eine, aber die Art, wie es halt inszeniert war, die fand ich halt ziemlich krass, ne? Ja, und hat mich auch die hat mich echt gekriegt, weil das war wirklich so, okay, dass der einen Hau weg hat. Und dafür verhält er sich ja sogar noch relativ normal. Also jetzt würde ich mal gerne sehen, welchen Hau hat denn der Silas weg. Also das interessiert mich jetzt dann schon, wenn das bei dem rausgekommen ist. Mhm. Ja. Ja, ich meine, ich finde es schon ganz schön, dass uns hier wirklich die Backstory darüber erzählt wird, dass die alle Traumata von dieser tragischen Zeit bekommen haben, als halt alles zusammengebrochen ist quasi. Ne? Das ist bei denen ja noch ein bisschen in Schnelldurchlauf passiert, anders als wir vielleicht aus dem Rest des Universums Walking Dead kennen, weil da dieses Flugzeug abgestürzt ist, da direkt in der Stadt. Ne? Dass ja quasi die Zombies auch sofort quasi in Scharen dahin gebracht hat. Ja, also ich finde es ganz gut gemacht eigentlich, nur wenn es dann irgendwann zu viele Traumsequenzen werden, die dadurch eingeleitet werden, dass irgendwer sich von irgendwas getriggert fühlt und dann da 10 Minuten lang steht und auf irgendwas glotzt, das ist... Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist ja nicht nötig, also sie müssen uns ja gar nicht diese Einführungsszene zeigen, sie können uns ja einfach so die Backstory zeigen. Eben, genau, ja, also man könnte ja zum Beispiel immer ein Cold Open machen. Ja, wo du praktisch in dem Cold Open immer die Backstory des heutigen Charakters zeigst. Dann weißt du, ah, okay, heute geht's um den. Ja, das ist ja auch, ich finde ich auch als Zuschauer ganz gut, dann kann man sich ein bisschen drauf konzentrieren auf den, sagen, okay. Und damit verbringe ich dann auch gerne von mir aus 6 Folgen, um dann noch 14 zu haben, wo ich dann das vielleicht brauche. Ja. Ja. Du hast vorhin die Idee gehabt, dass man sowas dann auch mit The Walking Dead verknüpfen könnte, fände ich grundsätzlich gar nicht so eine dumme Idee, weil viele von den Charakteren, die in Walking Dead dann irgendwann mal hops gehen, die bedeuten einem halt auch gar nichts. Also das ist einem total halt wurscht, weil du kennst sie nicht. Also wenn morgen jetzt Magna gekillt würde, so what, die hat, die kommt zwar in fast allen Folgen vor, hat aber eigentlich nie wirklich was zu tun. Woher sie kommt, wissen wir auch nicht, außer aus 2, 3 Sätzen irgendwie. Ja. So what, ja. Und bisher ist es ja bei The Walking Dead, bei den Nebencharakteren immer so, wenn sie Namen haben, sind sie meistens gleich tot. Ja, da in der letzten Folge mit dieser, wie hieß die da, Elizabeth, wo die Carol da ruft, irgendwie Elizabeth pfaff auf, muss ich schon, oh, die hat einen Namen gekriegt. Dann ist ärgerlich. Sie ärgerlich. Ja. Tut mir echt leid, und du kriegst einen Namen, dann bist du raus. Ich meine, vielleicht planen die das ja auch. Ne? Wir werden ja noch eine Walking Dead-Serie haben, die quasi die Geschichte von The Walking Dead forterzählt. Mhm. Deswegen finde ich ja immer so Quatsch, wenn man sagt, The Walking Dead ist zu Ende und wir machen gleichzeitig eine Serie mit den beiden Hauptdarstellern. Also es ist, dann ist Walking Dead auch nicht zu Ende. Ja, eben.
Aber wenn man dann einfach sagt, dass Carol und Daryl irgendwie auf die treffen, je nachdem, in welchem Zustand die dann sind und eventuell dann auch das Civil die Civil Republic irgendwie reformieren müssen oder bekämpfen müssen, wie auch immer, ne? Dann ist das ja auch eine schöne Story für die nächste Serie. Nur ich weiß nicht, ob diese Serie damit noch weiter funktioniert, wenn man die ganze Zeit quasi nur sechs relativen Stümpern in einer Welt zuschaut, die wir schon kennen, in Situationen, die wir schon kennen, die sie einfach schlecht bewerkstelligen. So. Ja, ganz genau. Ja, hüpfen wir mal zur Civil Republic so ein bisschen als Abschluss, weil die gibt eindeutig mehr her und das ist auch das spannendere Thema. Meinst du, der Union Jack hängt nur aus Spaß an der Wand? Ich meine, die Einrichtung von Elizabeth war ja sowieso durchaus aus Baumarktschildchen. Ne? Die war so eingebettet mit diesen klugen Sprüchen an der Wand, die kriegst du beim Obi in der Deko-Abteilung. Ja. Ja, es ist eine Frage, ne? ob diese Elizabeth vielleicht aus England kommt oder aus zumindest aus Großbritannien irgendwie. Ich habe es extra mal auf Englisch geschaltet. Ja. Ich gucke es normalerweise auf Deutsch, aber ich konnte jetzt nicht ausmachen, dass sie betont British redet oder so. Also nicht in meinem Dialektverständnis. Ja, Julia Ormond ist Britin, ne? Ja, aber sie hat es jetzt nicht rausgekehrt, sagen wir es mal so. Nee, genau. Also sie hat zumindest nicht versucht, es deutlich zu machen, ne? Aber es ist ja möglich, ne, dass man einfach nur sagen will, Elizabeth Kaplek, oder heißt sie, ne? Kaplek, glaube ich. Irgendwie sowas, kommt aus Großbritannien und erinnert sich gerne an die Zeit zurück, als sie auch noch ihr Heimatland besuchen konnte. Mhm. Oder halt die Civic Republic hat eigentlich ihren Kernsitz in Großbritannien und das, was die hier in den Vereinigten Staaten machen, ist tatsächlich mehr oder weniger so ein großes Forschungsprojekt. Großes Forschungsprojekt, bei dem eben Leute eingesammelt werden, A- und B-Personen. Die A-Personen werden als Forschungssubjekte benutzt und da wird dann geguckt, wie kann man irgendwie diesen Zombie-Virus heilen. Und die B-Leute versuchen da irgendwie den Laden am Laufen zu halten. Okay, warum haben sie Campus Colony ausgelöscht? Konkurrenz aus dem Weg räumen? Ich fand es ganz spannend, dass jetzt in der letzten Folge, die ja mal kurz drüber geredet haben, wie denn Civic Republic einzuordnen ist. Und da sagt, glaube ich, Felix, ja, das müssen Freunde sein, denn ansonsten hätten sie uns ja schon lange überfallen und ausgelöscht. Haha. Ja. Ich meine, die sind ja auch nicht ganz skrupellos, zumindest gibt es ja da einen Soldaten, der dann so exemplarisch dafür steht, der wird ja dann ins Health and Welfare Complex abgeschoben, ja, und der sagte ja, wenn ich nicht mitmache, komme ich nie wieder raus. Sind denn das, was wir in der Post-Credit ziehen, meinst du, das ist der Health and Welfare Complex? Ja, ich befürchte es ehrlich gesagt ein bisschen. Also es war diese erste Post-Credit-Szene. Ich habe auch durchaus Kritiken gelesen, die, wie du sagst, dass die es ja so darstellen. Ja, das war schon irgendwie menschlich, der Umgang damit. Und sie hat ihm ja auch eine Suppe gemacht und so, ne, alles nett. Achso, nein, das meine ich nicht. Ich meinte nur, der Soldat hat ein Gewissen. Sie nicht. Sie, ihre Suppe war einfach nur so wie hier Hans Lander in Inglourious Basterds, wie er freundlicherweise am Anfang noch eine Glas Milch mit dem Bauern trinkt. Nein, das meinte ich damit nicht. Und diese Nazi-Assoziation hatte ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen. Also ich habe irgendwie das Gefühl, okay, da, wo der jetzt hingeschoben wird, das ist mit einem Konzentrationslager nicht unbedingt unvergleichbar. So. Wie auch immer das aussieht. Und durch die zweite Post-Credit-Scene kannst du dann schon denken, eventuell ist das tatsächlich diese Einrichtung, wo der dann geschickt worden ist. Mhm. Vielleicht ist dadurch klar geworden, hey, der ist doch eine A und kein B. Andererseits ist ja auch ein Wissenschaftler ein A. Nämlich der Bärtige da, ne? Ja, ist das ein Wissenschaftler oder war das einfach nur der Mann von... Nein, sie sagt ja, in der Post-Credit-Scene sagt er ja, sagt die Tante, die da in dem einen Raum sitzt, ne, man sieht ja dann das Foto, Experimente an Walkern und jetzt Testsubjekt 407-2A, Dr. Samuel Abbott aus Oregon. In Oregon hatten wir ja auch noch eine dritte, noch unbekannte Kolonie ja verortet. Dann haben wir denn auf dem Foto ja auch den Bennett. Also vielleicht haben die sich einfach kluge Köpfe da hingeholt. Dann ist die Frage, warum lassen sie einen, also vielleicht ist er ja aus Versehen gebissen worden und dann haben sie gesagt, gut, dann nehmen wir den jetzt. Oder sie lassen Leute absichtlich beißen. Ich meine, Jadis wollte ja auch mal Negan und Gabriel beißen lassen,
Da haben wir ja eigentlich nie rausgefunden, warum sie das eigentlich tut. Und ich weiß noch, in der Folge habe ich auch gesagt, was für ein Schwachsinn, was macht die denn da? Ja, was ist denn das für eine dämliche Hinrichtungsmethode? Ja, aber vielleicht wollte sie sie halt ja nur beißen lassen, um ein A zu produzieren. Ja. Ja, und was anscheinend interessanter für die ist als ein B, weil Rick ist ja dann eindeutig ein B. Wobei der Hubschrauber ja Rick trotzdem mitnimmt. Ja, also. Oder sie wollte tatsächlich ein B haben, weil ein B das Spannendere ist für die Civic Republic. Weil Jadis ist ja im Endeffekt, glaube ich, in dem Hubschrauber mit gewesen, ne, und hat den damit eingesammelt oder so. Ja. Glaube ja. Vielleicht ist ein B die Eintrittskarte für jemanden, der eigentlich da rein will. So, und dann wird gesagt, ja, dann muss aber noch einen zweiten finden, der loyal für unsere Seite kämpft. Und vielleicht ist das Problem diese Loyalität tatsächlich. Vielleicht hat dieser Wissenschaftler irgendwann gesagt, hör mal, was macht ihr hier? Wir machen hier Menschenexperimente, das funktioniert nicht. Wir können gerne mit irgendwelchen Walkern arbeiten, die sowieso schon Walker sind, aber wir mal sagen hier nicht, dass der Schwache trotzdem hier irgendwie den Zombie-Virus bekommt oder so. Ja, das kann oder als Strafe statt Todesstrafe oder irgendwie so ein Kram. Ja, genau. Und dementsprechend die Leute, die diese moralischen Probleme bekommen, wie auch dieser Soldat da, den sie da begrüßt, werden dann halt als A eingestuft und die sind offensichtlich zu schwach, um in der Civic Republic als normale Menschen zu leben. Glaubst du denn jetzt auch rein von der Farbenlehre her, dass wir darauf hinauslaufen auf ein Commonwealth weiß versus Civic Republic schwarz? Spannend, habe ich noch gar nicht gedacht. Ja, stimmt, Commonwealth, die Rüstung haben wir ja in The Walking Dead gesehen, dass die weiß sind. Also es würde irgendwie zum Schreiben dieser Serie passen, weil diese ganzen Metaphern, die benutzen, auch der Wolf, der seine Familie unterstützt da quasi und in der Tür stehen bleibt und deswegen keine Bedrohung ist für jemanden, der für ihn keine Bedrohung ist. Das sind schon Metaphern, die dir schon richtig ins Gesicht geschlagen werden, damit du sie kapierst. Ne? Dementsprechend wäre diese Weiß-Schwarz-Metapher, das kann schon sein. Also es kam mir so, als ich das hier mit meinen Notizen gemacht habe und dann nochmal so zwei, drei Dinge durchgeskippt habe, ich sage so, ja, die sind jetzt halt schon, du hast jetzt gerade noch diese Nazi-Analogie gebracht, ne, auch mit dem Abzeichen und natürlich so die Schwarzen sollen auch bestimmen. Das ist halt so totalitäre Systeme, gucken sich immer das Design von SS-Uniformen an, das ist einfach, hat George Lucas schon gemacht bei Imperialen etc. Ja, und so weiter. Und natürlich denkt man beim Commonwealth zuerst an Stormtrooper, weil sie halt dann eben so weiß sind, aber ich glaube, in dem Folge könnte ich mal, ich meine, das Commonwealth ist ja jetzt auch nicht, zumindest in den Comics, ja nicht frei von, ich sag jetzt mal, von diskussionswürdigen Dingen, die haben ja dieses Kastensystem und so weiter und so weiter, was aber zumindest dann im Vergleich zu dem Civil Republic, was ja dann vielleicht einfach nur A und B hat, so ungefähr, dann natürlich nochmal extremst krasser wäre. Also, ich meine, Wird es denn wirklich auf eine große Verknüpfung rauslaufen? Weil ich ja die letzte Verknüpfung und die musste ich mir echt nochmal nachlesen, weil die hatte ich einfach nicht mehr im Kopf. Weil ich viel The Walking Dead wirklich nur so, das läuft so im Hinterkopf so als Grundrauschen durch. Aber Elizabeth redet ja von ihrer Tochter und in Fear the Walking Dead trifft man ja auf Isabel, diese Civil Republic Pilotin, eine Folge. Vielleicht ist sie das ja, who knows. Ne? Also wenn alles irgendwie vernetzt ist und verwoben ist und ineinander gesteckt ist, könnte das ja irgendwie auch sein. Hast du denn und möchtest du sehen ein The Walking Dead Universe? Also so ein richtiges Walking Dead Universe, wo alles ineinander irgendwie verschachtelt ist. Auch ganz offensichtlich, nicht nur über theoretische Fangedankenkonstrukte. Ja, schon. Also ich finde schon, sie machen uns immer wieder Andeutungen, dass das Ganze im selben Universum spielt und dementsprechend darf es auch, wenn es sinnvoll ist, so, und das ist dieses große Wenn, ne? Wenn es sinnvoll ist, darf es meiner Meinung nach auch schöne Verknüpfungen geben. Also ich habe ehrlich gesagt Fear the Walking Dead irgendwann nicht mehr verfolgt, weil es mich wirklich gelangweilt hat. Aber vielleicht gehe ich da nochmal irgendwann rein. Aber dass dann morgen da auftaucht, weiß ich nicht genau, ob das eine sinnvolle Geschichte ist. Das müsstest du mir sagen, ob das sinnvoll erklärt worden ist, dass morgen dann da in dieser Welt auftaucht von Fear the Walking Dead. Ich sag mal so, auf dem Niveau, auf dem sich die Serie bewegt, ist es dann okay gewesen. Okay, ja. Also man hätte das
tausendmal cleverer und besserer machen können. Es hätte aber auch schlimmer sein können. Also von daher, es war okay. Es war okay. Ja. Aber mir ist ja sehr, sehr gut bei The Walking Dead erklärt worden, was Rick für eine charismatische Figur ist. Und deswegen würde ich auch verstehen, dass der auch in der Civic Republic eine größere Rolle spielt, wenn er schon länger da ist. Also keine Ahnung, selbst wenn er nur ein paar Monate da ist, wird der wohl da wahrscheinlich eine größere Rolle spielen, weil der einfach so eine Leaderfigur ist. Ne? Ja, aber halt als Unruheherd. Also ich meine, also ein Rick Grimes, wie wir ihn kennen, würde sich doch bei einem Civil Republic Regime, so wie wir es jetzt kennen, wir kennen ja nur einen Teil davon, das geht nicht lange gut. Ich bin mir nicht so sicher. Ich weiß ja weiterhin nicht, ob Rick Grimes uns überhaupt als guter Charakter gezeichnet worden ist, wenn wir uns das mal alles konsequent durchdenken. Der ist immer nach innen hin, der beschützt immer seine Community, das ist super. Aber nach außen hin ist das schon ziemlich. Aber er ist aber kein Opportunist, der sich einfach in ein für ihn ungerechtes System eingliedern würde. Also wenn der Rick in sein, und da ist er dann noch Sheriff oder Polizist genug, wenn es in seiner Welt ungerecht ist, und das, was wir von der Civil Republic kennen, ist jetzt mal nach langläufigen moralischen Standards jetzt nicht gerade das Gelbe vom Ei, dann würde der sich im Campus-Komplex sicherlich wohlfühlen und wäre da auch gerne der Sheriff, aber ich glaube nicht, dass er sich zum Handlanger einer Civil Republic machen würde. Der ist bestimmt schon längst im Untergrund oder ja. So. Auf jeden Fall fände ich es konsequent, wenn wir ihn treffen würden. Also ja. Da hätte ich kein Problem mit, weil der irgendeine größere Rolle spielen wird. Ob es jetzt im Untergrund ist, ob es im Kampf gegen die Civic Republic ist oder eben in der Civic Republic selber, wo er irgendwie sich einen Status erarbeitet hat. Ich glaube, ich hätte auch kein großes Problem damit, wenn man auf Jadis treffen würde dort, weil wir wissen, dass sie da ist. Wenn wir irgendwann Richtung Commonwealth gehen, hätte ich auch kein Problem damit, dass wir auf Commonwealth-Charaktere treffen, die wir schon kennen. Was ich halt schwierig finde, und das ist ja in allen Serien immer so, sind diese Zufallsbegegnungen. Also keine Ahnung, wenn die jetzt da rumlaufen und ganz plötzlich kommt Michonne vorbei, weil Michonne halt irgendwie sich von ihrer Gruppe gespalten hat und sie trifft jetzt zufällig auf diese 6 Leute. Ach, sowas finde ich schwierig, weil dafür ist die Welt zu groß. Ja, ja. Das ist genau wie finde ich eine riesige Untergrundeinrichtung im Staat New York. Die finde ich nicht, wenn ich einfach nur random rumlaufe. Mir fällt da gerade noch eine andere Serie ein, wo Leute auf Menschen treffen, die sie zufällig in einem Universum, das ist ganz was anderes. Ja eben, also, aber um diesen Pfad aufzunehmen. Wenn Star Trek das macht, dann finde ich es auch immer schwierig. Ja, ich weiß. Also beziehungsweise, weil halt die Dinge dann einfach zu nett ineinander fallen, ja. Also das ist so der Punkt, weißt du, wenn sie sich irgendwie, ich finde es dann immer ganz besser, wenn es, sag ich mal, es gibt große Versammlungen, dann hält einer eine Rede und die Leute sind im Publikum und sprechen den danach an. Das ist so ein, dann war klar, dass ich jetzt hier 100 Leute treffen, aber so wie du meinst, so mitten auf der Straße oder in der Wüste oder auf irgendeinem einsamen Planeten laufe ich genau dem über den Weg, der dann ausgerechnet den Schlüssel zum Universum in der Hand hält oder so. Ja. Ich weiß, was du meinst, genau. Und da ist es, finde ich es auch immer besser, wenn es da noch einen Zwischenschritt gibt, dass man entweder sagt, okay, pass mal auf, ich kann dir nicht helfen, aber ich kenne einen, der es kann und so weiter, oder ich treffe die irgendwo anders. Da hast du vollkommen, aber genauso ist es halt jetzt, mit der Morgengeschichte auch, die ist genauso unclever gemacht worden. Ja, okay. Also man geht da einfach den einfachsten Weg und tada, da bin ich. Ja gut, also nichts Genaues weiß man nicht. Jetzt haben wir noch 5 Folgen. Ich gucke gerade mal so ein bisschen hier in den Kalender rein, um mal zu schauen. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, dann hören wir uns Anfang Dezember wieder. Ja. Um mal zu gucken, wie denn die erste Staffel abgelaufen ist und ob sie uns irgendwie erhält und weitergebracht hat. Hast du noch irgendwie eine Ahnung, wann die zweite Staffel kommen wird? Gab da schon irgendwie ein Datum? Nee, ne? Nee. Ich glaube nicht. Okay. Und das ist ja gerade das Problem, dass sie eben nicht so richtig produzieren können, weil sehr, sehr viel immer noch still steht. Jetzt werden wir mal schauen, wie sich denn die USA wahrscheinlich auch in den nächsten 2, 3 Monaten entwickeln, ob da jetzt wirklich mal irgendwann auch mal der Cut gemacht wird und geguckt wird, okay, wie kriegen wir denn diese Pandemie hier wieder in den Griff, damit da wieder auch ein normales Leben auch an den Küsten möglich ist, weil die Küsten versuchen ja gerade diese Eindämmung und das wird dann oft nicht funktionieren. Aber wir können ja einfach sagen, also
am Nikolaustag, ne? Ja. Am 6. Dezember, da ist die Staffel vorbei. Ne? Das ist doch ein gutes Datum. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, hören wir uns am 6. am Nikolaus wieder. Entweder vielleicht als Livestream am Nachmittag. Was ist das für ein Tag, der 6.? Hast du jetzt? Ein Sonntag. Ein Sonntag, perfekt. Dann würde ich sagen, hören wir uns doch da vielleicht zum Zombie-Frühschoppen Nummer 2. Und dann besorge ich mir auch ein Bier das nächste Mal. Und dann habe ich einen Glühwein. So, also, so in diesem Sinne, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann Däumelein nach oben und schreibt uns vor allem euer Feedback, ob ihr denn World Beyond, ich habe auch den Namen noch nicht so drauf, ne, muss ich ganz ehrlich sagen, ob ihr den World Beyond auch schaut und was eure Meinung dazu ist, ob wir richtig liegen, ob wir irgendwas vergessen haben. Wir haben bestimmt über viele kleine Dinge nicht gesprochen, ganz klar, aber ich sag mal, wir wollten heute ein bisschen über das große Ganze reden und über die Details können wir vielleicht die nächsten 5 Folgen sprechen. Also info@nerdizismus.de ist die E-Mail-Adresse oder eine Sprachnachricht oder eine WhatsApp an die 0152 596 47709. Und jetzt geht jeder von uns wieder in sein Star Trek Kämmerlein, beziehungsweise ich gehe ja dann jetzt noch parallel, biege ich nochmal links ab in mein Mando Kämmerlein heute Abend. Und dann, lieber Andreas, wünsche ich dir noch viel Spaß bei Discovery in den nächsten Tagen, weil ich wirklich völlig ironiefrei, ich meine das genauso, wie ich sage. Vielen Dank. Und wir hören uns dann spätestens am 6.12. wieder und da freue ich mich drauf. Bis dann. Bis dann. Ciao. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.